So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch mal, wie mein ganzes Setup so verpackt ist. Und das ist auch vorerst die letzte Folge des Vlogs. Nach unserer Sommerpause im September geht es dann auf jeden Fall weiter mit dem ganzen Live-Anteil. Als nächstes kommt nämlich der Nature One Stream und dann habe ich auch mal Urlaub und da freue ich mich drauf und da werde ich auch mal alles so liegen lassen, wie es sich gehört. In dieser Folge möchte ich euch jetzt aber erstmal erzählen, was denn eigentlich in so meinem Koffer drin ist und für was für einen Koffer ich mich entschieden habe, weil es ist total wichtig, dass ihr euer Setup sicher zum Gig transportiert, dass ihr nicht mit 30 Taschen hinkommt. Habe ich alles schon erlebt. Also wenn ich überlege, was ich schon für Plattentaschen hatte, meine ersten Gigs, da hatte ich damals ganz normale Curvac-Boxen und da waren meine Schallplatten drin. Das ist natürlich eine Katastrophe. Die sind nicht geschützt, super schwer, kann man nicht stapeln, das ist nichts. Ne? Dann habe ich mir irgendwann von Scout so einen Tornister besorgt, so einen ganz normalen Schulranzen. Da passen genau 25 Platten rein. Fand ich ziemlich cool. Ist aber auch ein bisschen komisch, wenn man mit so einem Scout-Schulranzen mit Feuerwehrmännern auf den Gig kommt. Dann gab es irgendwann von verschiedensten Firmen immer wieder Angebote für Plattentaschen, Plattenkoffer. Einen davon habe ich auch noch. Und als dann das Digital-Set rauskam, habe ich tatsächlich dann auch meinen Plattenkoffer benutzt. Irgendwann von auch so einer Firma, die so Trolleys anbieten für DJs. Problem war immer, die haben maximal 1-2 Jahre gehalten. Und zwar sind die Rollen immer kaputt gegangen und die waren auch nicht austauschbar. Irgendwann hatte ich dann so einen Rimowa-Koffer, den habt ihr in der ersten Folge kennengelernt. Und wenn das jetzt die erste Folge ist, die ihr hier seht, schaut einfach mal auf unserem Kanal. Da gibt es nämlich noch andere Folgen zu meinem Hybrid-Setup, eben nicht nur diese. Und nun für mein Setup, für das neue Setup habe ich mich, und ich wollte schon immer so ein Ding haben, habe ich mir einen Peli-Case gegönnt. Peli ist eine Firma, die stellen einfach super gute Equipment-Koffer her, in allen möglichen Größen. Und der Vorteil, oder was heißt, was wichtig ist bei so einem Equipment-Koffer, ist natürlich, dass er ins Handgepäck passt. Auf einem Flug. Ja, dass ihr euer Gepäck nicht unbedingt aufgeben müsst, sondern der passt definitiv ins Handgepäck. Dazu noch eine Laptop-Tasche und fertig. Insgesamt passt mein gesamtes Setup hier rein und so habe ich mein Setup auch konzipiert, dass alles hier reinpasst. Ja, das Ding finde ich außerdem recht schick und die Rollen sind stabil und die Rollen kann man auch austauschen. Und was das Geile ist, da könnt ihr euch Rollen von Skateboards kaufen, die da reinmachen und dann rollt der auch ein bisschen leiser. Ich finde den aktuell noch ein bisschen laut. Und wenn man nachts bei sich zu Hause aus dem Haus geht und die ganze Nachbarschaft weckt, weil der Rollkoffer so laut ist und das jedes Wochenende, dann, ja, das sind alles so Kleinigkeiten, die man auch echt beachten kann, muss, wenn man als DJ viel auf Tour ist. Ja, hier also dieses Pedicase 1510, die sind echt stabil. Also ich bin total begeistert von der Verarbeitung. Man kann das übrigens auch so hochstemmen. Und hat hier dann ganz normal so ein Trolley. Das persönlich finde ich irgendwie ein bisschen, finde ich nicht so schön. Hätte man anders regeln können, ist aber einfach wahrscheinlich auch aus Stabilitätsgründen. Ja. Aber, das kann ich euch auch noch sagen, dieser Koffer wird auch gerne für, von Veranstaltungstechnikern benutzt und Videotechnikern. Und klebt euren Namen drauf, sonst kommt ihr mit eurem Koffer nach Hause und da ist da plötzlich eine Kamera drin oder ein Schraubenzieher oder ein Föhn und dann habt ihr den falschen Koffer erwischt. Okay, machen wir den Koffer mal auf und ich zeige euch, was alles drin ist. Und zuallererst Kopfhörer. Ja, ich spiele halt einfach seit Urzeiten mit dem Audio-Technica, weil ich mit dem auch produzieren kann. Ja, das ist so mein Kopfhörer. Audio-Technica ATH-M50X. Ja, eignet sich zum Produzieren, genauso wie zum Auflegen. Finde ich sehr gut. Ist ein geschlossener Kopfhörer, hat ordentlich Bass. Ist einfach mein Ding, aber jetzt keine klare Empfehlung. Müsst ihr einfach mal schauen. Dann meine Laptop-Stands. Schon in der ersten Folge kurz angesprochen, das sind die Focul-Pods. F-O-C-U-L-Pod. Ja, die kosten 39 Euro und sind für mich der beste Laptop-Stand überhaupt. Ich schiebe mal den Koffer kurz beiseite. Wenn man nämlich jetzt hier diese vier Dinger hinstellt, kann man hier wunderbar sein Laptop drauf machen. Vorteil ist, kippt was um, fließt es nicht ins Laptop rein und das Allerwichtigste ist, das sind ja so Dinger aus der Hi-Fi-Branche oder aus der Hi-Fi, aus dem Hi-Fi-Markt,
wo man Lautsprecher draufstellt oder CD-Player, die komplett stoßabsorbierend wirken. Und wenn ihr auf einer Bühne seid, wo es viel wackelt, vor allem diese kleinen Vibrationen, werden die nicht in euer MacBook übertragen. Ich finde es zum Beispiel total unangenehm, wenn das MacBook die ganze Zeit so ein Vibrieren hat, dann fühlt sich das Trackpad komisch an. Und früher war es auch noch problematisch, wenn ihr mechanische Festplatten habt, also ganz normale HDDs und keine SSDs, dann sind diese Vibrationen extrem gefährlich. Und wenn ihr eure Tracks die ganze Zeit von der Festplatte ladet und diese Vibrationen, dann kommt es zu kleinen Aussetzern. Für mich also auf der einen Seite ein cooler Stand. Ich brauche meinen Laptop nicht so hoch, finde ich total komisch. Ich habe das immer hier stehen, ganz wichtig, auf der rechten Seite. Hier steht mein Laptop. Komme ich mit der Maus schnell hin, in der Höhe von meinem Mischpult. Wenn ich das hier habe, habe ich schon wieder viel längere Wege mit meinem Arm. Also steht es immer direkt neben dem Mixer. Und das hebt es so ein bisschen an, schützt vor dreckige Bühnentische, wo halt schon ein Jägermeister umgekippt ist. Ja, also mein Geheimtipp für Coolpods. Absolut nice. Richtig, richtig nice. Ja, Laptop muss ich nichts zu sagen. Ich spiele mit einem ganz normalen MacBook. Ist noch kein M1. Komme ich wunderbar mit zurecht. Reicht auch aus. Wie gesagt, ich habe jahrelang mit dem 2009er MacBook gespielt. Das läuft immer noch. Hat aber jetzt schon. Ist geiler, muss ich sagen. Controller. Ich dachte erst, ich mache jetzt so eine Extra-Folge, aber ganz ehrlich, für den Vlog hat es mir jetzt gereicht. Ich habe mir von Faderfox dieses Teil hier gegönnt, einfach weil ich nur Drehregler brauchte. Ich brauchte nur Drehregler und keine Endlos-Encoder, sondern wirklich what you see is what you get. So dass jeder Regler hat bei mir eine Funktion. Das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, das ist mir total wichtig. Und der ist schön klein, der passt hier rein. Und ja, mein Setup ist nicht nur um den Mixer konstruiert, sondern auch um den Koffer. Was kriege ich ins Handgepäck rein? Was ist portable? Ich ziehe das mal wieder hier so rüber. So, also Controller, MacBook für Coolpods und in der zweiten Etage hier nochmal so ein Softding, die gute Roland TH8S. Dazu wird es auf jeden Fall noch eine Folge geben nach der Sommerpause, zu dem ganzen Environment drumherum. Problem ist aber auch, viel mehr Synths kann ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Also die TH8S ist schon ein Bomber. Ich habe ein paar Ideen, aber ich will die TH8S eigentlich drin lassen, weil auch hier, ich liebe einfach die Usability. Alles hat seinen Drehregler, es ist ganz klar, man hat den Sequencer, das Ding ist einfach für mich ein super intuitives Tool, um live zu spielen und möchte ich eigentlich auch nicht missen. Da sind meine Samples drauf und die ist auf jeden Fall immer dabei. Ganz wichtig natürlich mit der Speicherkarte, wo auch nochmal andere Samples drauf sind, wo ich mal Samples mitnehmen kann und so weiter und so fort. Ja. Hier drunter im Koffer ist nochmal so ein Soft-Dingen. Das liegt einfach hier so drin. Ups, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen, entschuldigt. So, das drauf. Ich räume jetzt aber nochmal alles raus, weil im Deckel ist auch noch ein bisschen was drin. Und zwar gibt es für diese Peli Cases extra so Einsätze. Ich gucke mal, dass ich das jetzt so hinlege. So müsstet ihr das sehen können. Genau. Gibt es extra so Einsätze. Das ist so ein Einsatz mit so einzelnen Taschen. Und hier sind auch noch wichtige Dinge drin. Klar, erstmal das Netzteil. Das einzige Audiokabel, was ich mitnehme, ist dieses Kabel von der TH8S in den Mixer rein. Total geil. Früher habe ich Multicore-Strippen mitgehabt. Und Soundkarte. Super, super ätzend. Bin so froh, dass das nicht mehr da ist. Ich bin jemand, ich habe es gern geordnet. So hat alles hier seinen Platz. Und ich finde es schnell auf dem Gig. Ja, hier ist noch ein Netzteil. Auch das ist geil. Mit Soundkarte muss ich immer zwei Netzteile mitnehmen. Immer noch die Netzteil von der RME. Hier ist einfach das Netzteil von der TH8S drin. So, was bei mir auch immer dabei ist, ist eine Backup-Festplatte, wo meine gesamte Ableton-Session und alle meine Tracks drauf sind. Weil einen Laptop mit Ableton bekommt man zur Not irgendwo noch her, auf einem Gig ausgeliehen. Und hier ist einfach mein Backup drin, dass egal was passiert mit meinem Laptop, ich immer spielen kann. Ja, wenn der Koffer weg ist, dann habe ich ein Problem. Wäre vielleicht zu überlegen, das dann nicht unbedingt in den Koffer zu packen. Aber wenn der Koffer weg ist, dann ist eh Kacke. Und deswegen immer meine Festplatte dabei, mit allen möglichen Krams drauf. Falls der MacBook einfach mal ausmacht. Dann hier so einen ganz normalen Adapter. Und noch so ein iPhone-Ladekabel, um die Tracks aufzunehmen. Zu dem Adapter möchte ich was sagen. Ich spiele nicht mit diesem Adapter. Und das kann ich auch keinem empfehlen, mit so einem Adapter zu spielen. Denn wenn ihr alle euer Environment über so einen Adapter laufen lasst und der rutscht euch während des Gigs raus, ist Soundkarte
MIDI, ist alles weg. Große, große Scheiße. Ja, dann steht ihr da und alles ist aus. Außerdem baumeln die immer so rum und finde ich überhaupt nicht cool. Trotzdem habe ich ihn immer dabei, ja, weil man ja vielleicht auch mal eine SD-Karte an den Rechner anschließen möchte oder anderes USB-Zeugs hat oder. Was ich mir jetzt einfach besorgt habe fürs neue MacBook, der hat ja nur noch diese USB-C-Anschlüsse, sind einfach solche Kabel, USB-C auf dieses USB, so ein Druckerkabel auf USB-C. Davon drei Stück. Einmal TA-8S für MIDI, einmal Mixer, Audio und einmal MIDI-Controller. Und ich werde noch ein viertes reintun, einfach als Spare, als Ersatz, falls mal eins kaputt geht, dass man immer noch eins dabei hat. Ja, und im Prinzip ist das meine Kiste hier. Ich tue mal die mit da rein. So. Das hier so komisch halten, sonst fällt das irgendwie runter. Also. Ist schnell eingepackt, schnell ausgepackt. Das ist auch wichtig, dass man nicht so rumsuchen muss. Mir gefällt es auf jeden Fall besser wie der Remover-Koffer. Da hat man ja alles so reingesteckt, dann hingen die Kabel da unten und das ist viel, viel aufgeräumter. Ich bin also total happy damit. Ich mag auch die Farbe. Schwarz gefällt mir gut. Und damit fahre ich jetzt auf die Pydna und spiele meinen ersten Gig in 2021. In fast über anderthalb Jahren. Also, wir sehen uns im Livestream, Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, denkt dran, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren und schaut auf jeden Fall auch mal auf sign.de vorbei. Da gibt es ganz viel rund um das Thema Musikproduktion, Online-Kurse, Masterclasses, Sample-Packs und Rack-Packs. Ja, mein Name ist Björn Torwellen und wir sehen uns im Stream. Bis bald. Ciao.